Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und da steht weiter: Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich an ihnen meine Rache vollführt habe. Mabache TV. Grüß euch. Tja, das ist es, was ich mit Religion der Bibel anfangen kann. Ein verdrehtes, ungeschriebenes Zitat aus der Bibel, ich glaube Hesekiel 25, 17, für Pulp Fiction. Einem der besten Filme überhaupt. Aber das ist hier nicht das Thema. Das Thema ist, ich wurde auf Facebook angefragt und gebeten, deine Stimme ist gefragt, stand da auf meiner Pinnwand. Und drunter war ein Link zu einem Artikel von einem irischen Bischof, der da sagt, Down-Syndrom und Schwule sind von Gott nicht gewollt, beziehungsweise nicht so beabsichtigt. Ich will jetzt gar nicht über die Allmächtigkeit quatschen, denn da haben sie in diesem Facebook-Thread schon genug gesagt. Ich will auch nicht über schwule Lesben und überhaupt quatschen oder über Down-Syndrom. Ich habe schwule Freunde. Es gibt Menschen, die schwul sind und für mich arbeiten oder gearbeitet haben. Ich kenne Menschen mit Down-Syndrom. Ist kein großes Ding für mich. Was aber ein großes Ding ist, und das verwirrt mich wirklich, wenn Gott nicht geplant hat, dass es Down-Syndromler gibt, oder ich jetzt natürlich politisch total inkorrekt, wie ich es jetzt gemacht habe, wenn es Menschen gibt, die Down-Syndrom haben und es nicht von Gott so gewollt wurde, dann nehme ich an, gibt es auch keine Willenserklärung, um Menschen wie mich, Osteogenesis Imperfecta, zu kreieren. Was ist aber jetzt mit den ganzen wahnsinnigen Christen, die da draußen rumrennen und mich zum Beispiel in der U-Bahn anreden? So, hallo? Beten Sie? Na? Ach, wissen Sie, Gott liebt uns alle. Okay. Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Ich will raus! Wissen Sie, im Himmel haben wir alle Flügel. Alle Flügel. Im Himmel. What the fuck? Was tue ich im Himmel mit Flügel? Ich brauch's jetzt. Wenn ich jetzt Flügel hätte, könnte ich in Talkshows auftreten. Ich könnte Rundflüge anbieten. Ich könnte damit wirklich was reißen. Wozu brauche ich Flügel im Himmel? Ehrlich, Leute. Wenn die ganzen gottesfürchtigen, gläubigen Superfreaks mir weismachen wollen, dass das alles einen Sinn hat. Und dann kommt einer ihrer Obermotzer, ein Bischof, daher und behauptet, naja, das ist alles nicht so geplant gewesen, das ist alles ein bisschen, Entschuldigung, das ist halt einmal was, der kann ja auch nichts dafür. Hey, ihr müsst schon euch ein Marketing streamlinen, wirklich, katholische Kirche. Überlegt euch, was ihr wollt, wie ihr es kommunizieren wollt, und dann holt euch eure Mitarbeiter alle zusammen, damit sie ein einheitliches Bild nach außen tragen. Menschen wie ich, die sowieso total arm und anfällig für solche Suggestionen sind. Die sind ein Verwirrtmacher. Wie sollen wir uns ehrlich in Gott verlieren, wenn der eine sagt, er liebt uns und er ist für uns da und er hat einen großen Plan, und der andere sagt, naja, so ist auch nicht. Ich meine, das ist wie so ein bisschen, was ist passiert. Also ich frage jetzt einfach mal, lieber Kardinal Schönborn, Sie sind der Oberhirte hier in Wien. Was stimmt jetzt? Sind wir jetzt von Gott gewollt? Gibt's einen Masterplan? Sind wir Behinderten da, weil es irgendwie wichtig ist fürs große Ganze? Oder eher nicht, so wie das Ihr Kollege in Irland sagt? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da draußen behinderte Menschen, die an Gott generell glauben und die dann auch verwirrt sind, wenn sie sowas hören. Und da wäre natürlich jetzt ein Statement von Ihnen interessant. Damit mache ich Schluss für heute. Danke für die Frage auf Facebook und vor allem für den Artikel.
irre. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Montag nicht vergessen, Montagswitz. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Wäre schön, wenn ihr mir einen Abo dalassen würdet. Und wenn ihr Ideen, Anregungen oder Beschwerden habt, in die Kommentare damit. Bis dahin, schönes Wochenende und habt es fein. Baba.